Ja, Metal-Leute, der 17. März. ...2012, da hat der Rainer seinen Steam-Account erstellt. Dann im Jahre 2015, der dritte dokumentierte Besuch. Also ein Besucher war vor Rainers Tor. Kann man auch nachlesen, Quelle und so, bei Drachenchronik. Sorry. Dann im Jahr 2022 wurde Rainer für 48 Stunden bei YouNow gebannt. Ja. War schön, wie er dann damals, als er wieder online war, durchgedreht hat. Also, Metal.